So, und damit wieder ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Outlast. In der letzten Folge haben wir versucht, den Generator wieder anzumachen und wir sind jetzt gerade genau mitten in der Innenstadt nur dabei. Wir haben uns in einem Schrank eingeschlossen, um uns zu verstecken, weil wir verfolgt wurden und alles, was da bis dahin passiert ist, seht ihr in der letzten Folge. Schaut's euch einfach rein und oder zieht's euch einfach rein. Und wir schauen jetzt mal, ob wir den... ja, die Hauptpumpe, Hauptgenerator, ankriegen. Bin ein bisschen aufgeregt. Und auch ein bisschen außer Atem. Und wir lassen uns jetzt mal überraschen, wie es jetzt weitergeht. Also, ich muss sagen, der Typ ist mir nicht geheuer. Also, er hat sich auf jeden Fall erstmal wieder verdünnisiert. I hope so. Wir werden jetzt nochmal ganz kurz die Batterie tauschen. Und jetzt werden wir mal hier gucken, dass wir den Hebel wieder ankriegen. Uns hier noch eine Batterie krallen. Okay, wir dürften jetzt eigentlich alles haben. Wir haben jetzt, glaube ich, den Haupt-Main-Generator. Wichser kommt jetzt nochmal wieder. Wir haben jetzt, glaube ich, also wir haben Wasserpumpe 1, Wasserpumpe 2. Wir haben den Main-Generator angemacht. Wir haben jetzt den Typen hier noch vor unserer Nase. Und müssen jetzt eigentlich wieder zu dem Hauptding, um den Generator starten zu können, wenn ich mich nicht ganz täusche. Warum macht er das? Wieso geht er nicht zurück? Also er verfolgt mich und bleibt auch immer irgendwie halbwegs in meiner Nähe. Oder? Da hinten ist er noch lang gelaufen, das habe ich genau gesehen. Halt's Maul! Ich renn mal hier durch. Kehre zum Sicherheitsterminal zurück. Mach ich. Ich muss hier erstmal ganz kurz im Kreis rennen. Hä? Achso, hier. Hier. Lauf! Jetzt hier drücken. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Was? Okay, Experiment Walter oder hier Walker? Nicht Walter, Walker. Okay. Hat anscheinend gut reingehauen. Und ich bin jetzt durch irgendeine eine Spritze, bin ich jetzt... Wo hat er mich reingesteckt? Ey, jetzt sag mir nicht, ich bin in so einer scheiß Gummizelle. Aber die Cam habe ich dabei. Nice. So wie sie es gehört. Erstmal schön Vlog machen. Rest in peace. Vergiss nicht,
Dass Notizen in deinem Notizblock nur dann hinzugefügt werden, wenn du den Camcorder bereithältst und die Ereignisse aufnüttelst. Vater Martins Zelle. Der Priester, Vater Martin, hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge, für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist von mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. He did not kill his enemies. Ja, rest in peace, weiterhin. Rest in peace, und ja. Danke. Danke, dass du mir aufgemacht hast. Ist es von euch so gewollt, Freunde? Alles okay mit dir? Okay. Du, kann man? Du, ne? Also. Mach ruhig. Wir sind im neuen Blut und sie wollen raus. What? Das Gespiel gefällt mir immer weniger. Also, an sich macht das Spielen schon Spaß. Aber. Was ist das für ein kranker Scheiß hier? Nadu? Ich kann dir noch nicht mal helfen, sorry du. Ich... Das gefällt mir um einiges besser. Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. What? As would I. The preacher asked us not to. Freunde. Impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him slow. Such patience. I want his tongue. And liver. They are yours. Habt ihr... Wie wär's mit nicht töten? Und vor allen Dingen, wie wär's mit... Klamotten anziehen? Freunde, ihr seid nackt. Und ich rede nicht nur von ein bisschen nackt, sondern ihr seid splitterfasernackt. Und ihr seht aus wie... Naja. Lassen wir mal da so... stehen. Was ist... Was... Was ist mein Ziel? Ha, ich habe kein Ziel. Hallo? Ist da wer? Okay, die Tür geht nicht auf. Alle Türen, die nicht aufgehen, finde ich sehr sympathisch. Freunde, ihr macht mir so ein bisschen macht ihr mir schon Sorgen, ne? Also
Da hat man ein bisschen Respekt vor. Okay. Möchtest du raus? Kann ich dir nicht helfen. Oh Gott, da ist ja auch nochmal so eine Zelle. Also die, die hier draußen stehen, scheinen harmlos zu sein. Die beiden Mongos, die da oben standen und sich darüber unterhalten haben, wie sie mich slowly, also langsam und sicher töten. Ja, vor denen habe ich schon ein bisschen mehr Angst. Als vor den Leuten, die hier... Ja, die jetzt einfach mal, sage ich jetzt mal, nur so rumstehen. Also er chillt ja hier nur. Ja. Das sieht auch nicht sehr gesund aus. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Okay. Okay. Nice to know, nice to know. Du siehst, das sieht alles nicht so gesund aus, was wie ihr da aussieht. Okay. Gar nicht gruselig. Gar nicht gruselig. Oh Mann. Alles gut? Alles cool? Mister? Du bist beschäftigt? Okay. Kann ich noch vollziehen? Okay, wir gehen hier durch. Oh, enge Gänge. Ich liebe enge. Ja, ich kann ja hier gar nicht hin. Bin ich hier irgendwo hin? Hallo! Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Kann ich hier hoch? Ich bin sick. Ich bin krank. Alter, guckt euch schon mal an, was ihr hier veranstaltet. Aber ich bin der Kranke? Alter, verpiss dich. Ich bin der Kranke, verstehst du? Ey, labert mich hier zu. Warte mal. War das jetzt so gewollt? Damit bin ich ja fast auf der falschen Seite, kann das sein? Waren hier nicht die Typen? Oh nein. Oh nein. Da waren doch hier die Typen, die mich umbringen wollten, oder? War das nicht hier auf der Seite? Oh, leck mich am Arsch. Hey! Oh! Hey, you! Oh! Ja? I. Warum? Warum rennt er denn jetzt weg? Alter, warum? Was ist das für ein... Was ist das für ein krankes Spiel? Er rennt weg, quatscht mich an. Jetzt... Die Typen wollen mich töten. Die da unten sind kaputt. Ich werde als Irrer bezeichnet, weil ich irgendwie ein kranker Typ bin, der auf irgendwas steht und irgendwie zugucken möchte bei irgendeiner Aktion. Nein? Was? Oh nein, da waren die. Die waren nicht da, wo ich jetzt gerade war. Die sind jetzt da, wo ich jetzt bin. Ich muss die Batterie wechseln. Okay, was steht hier? Gott. Was? God always provides a way, follow the
Blood. Neues Ziel, verfolge die Blutspuren bis zum Ausgang. Hey, weg. Wer kommt auf diese Zielsetzung? Warum? Okay, wir sind jetzt so Decontamination Park, wo wir jetzt dekontaminiert werden sollten. Wow, von grün auf rot. Nietzsche. Und es ist schlagartig ruhig geworden. Ich höre die ganze Zeit nur Jeffrey, Jeffrey. Jeffrey. Alter. Ihr macht mich fertig, ey, wirklich. Ja, durch den Abfluss mit dem Blut. Den Weg draußen für nach unten, den Abfluss durch den Abfluss, durch den Abfluss, durch den Abfluss, durch den Abfluss. Jawohl, durch den Abfluss, würde ich behaupten, geht's raus. Alter, alles cool bei dir? Ja. Wir haben jetzt Nekromantie. Dieser verdammte Ort, ganz ehrlich, dieser Scheißort. Sterben gehört hier zu den weniger schrecklichen Dingen. Ja, das sehe ich genauso. Father Martin, Fingermalerei von N. Wolfram, MerkovCorp.us.com an H. Grant, MerkovCorp.us.com betreff Kunstprogramm für Patienten, Patientenvater Martin Archimbaut. Helle, Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mich mit Ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin Archimbaut hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektive Behauptung von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen, werden von den Kosten für das Clozapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht, außer Murkoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Dr. Neil Wolfram. Ja. Jeffrey. Okay, jetzt. Ich mag das nicht. Jetzt sind wir hier und müssten, wenn die Tür schließt, kannst du den Verfolger abbremsen. Kannst du den Verfolger abbremsen? Aha. Dann gehen wir doch lieber erstmal durch diese Tür gucken. Da steht doch wer. Ja, die Zelle ist offen. Okay. Komm, wir gehen jetzt mal hier hin und suchen uns hier die Battery. Gehen jetzt mal ganz kurz hier. Ja. Beschwörungen, Rituale, alles dabei. Du. Wir versuchen, den Teufel zu beschwören oder so. Deine Zelle ist auch abgeschlossen, ne? Ist sie wirklich abgeschlossen? Oh ja, die ist wirklich abgeschlossen, okay.
Das freut mich, das freut mich, das freut mich. Das ist awesome. So. Ja, was steht jetzt? Ziel, Folge der Blutspuren zum Ausgang. Kann ich hier jetzt irgendwie inactive? Ja. Das sieht nicht danach aus. Als Maul? Was? Wie? Was? Wieso? Okay. Ich bin weg. Ich hab nichts gesehen. Ist alles cool. Alle cool. Für mich. Auf Wiedersehen. Bye bye. Wenn die scheiß Taste mal funktioniert. Und auf geht's. Wiedersehen. Alter, jetzt steht der da mit der... Ja, der steht jetzt da mit einem fucking Rohr. Hat jetzt gerade irgendein die Birne weich geprügelt. Hat es ja irgendwie gehört, dieses Raufklatschen und Schmatzen. Und ich muss jetzt irgendwas aktivieren. Also ich muss ja irgendwie das von inaktiv in Aktivstatus bringen. Ich gehe mal davon aus, dass es genau wo... Also er ist in diesem Vorbüro. Das genau dahinter... war ja die Tür offen, da habe ich ja ein paar PCs so gesehen, dass ich da wahrscheinlich das Ding wieder aktivieren muss. Mit irgendeinem Code, den wir vielleicht finden müssen. Oder auch nicht. Damit wir dann durch diese Tür, damit wir der Blutspur wieder weiter folgen können. What? Also komm. Ich gebe mir jetzt ein Try, danach beende ich die Folge für heute. Wenn wir es in dem Try schaffen, nice. Wenn nicht, dann müssen wir das Ende in der zweiten Folge sehen. So, wir steppen jetzt hier lang. Machen jetzt hier einen auf Hide and Seek. You know, Hide and Seek. Versuchen den Collision hier irgendwie rauszulocken. Jetzt ist nämlich immer noch da. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich den rausgelockt? Kriege ich den rausgelockt, indem ich... Ne, die Tür geht nicht auf. Den kriege ich auch nicht rausgelockt. Aber wenn ich den jetzt einmal zum Laufen bringe, dann ist doch... Nee. Also... Er wird geil auf mich sein, das weiß ich jetzt schon. Und dadurch, dass er sich gar nicht bewegt, wird er richtig geil auf mich sein. Run, boy, run. Beside his fantasy. Run, boy, run. Na-na-na-na-na-na-na. Run, boy, run. Okay, ey, alles cool, muss ich mal gleich so gewalttätig werden. Wir können ja gerne nochmal hier lang laufen. Nice. Vielleicht reicht es ja schon. Okay. Er guckt erstmal in den falschen Dingesbums nach. Nice, er ist raus. Yeah.
Follow the Blood. Oh, wo ist mir ein Witzbold, Alter? Müssen wir hier wieder verstecken? Genau, weil ich habe mir nämlich fast gedacht, der kommt nämlich wieder zurück. Machen wir hier die Lämpchen aus. Ja. Okay. Wollen wir mal gucken, woher. Nice. Kann ich mich hier kurz vorbei rennen? Hallo! Alter, haben wir, muss ich mal ganz klar sagen, wenn ich jetzt noch einen Punkt finde, wo ich mich safe hinsch... Was? His tongue and his liver. Yours. Mine. Du, solange die Tür zu ist, könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr könnt da quatschen, was ihr wollt. Das ist mir völlig egal. Ja, kannst auch mit deinem Gerät hier ranklatschen, wie du willst. So, solange diese Tür hier zwischen uns steht, meine Freunde, bin ich mutig. Ne? Ja, da kannst du so viel klatschen, wie du willst mit deiner kleinen Messerchen-Star. So, ich gehe mal von aus, ich sollte hier lang springen. Mache ich aber nicht. Ich sage jetzt nämlich, wir haben es bis hierhin geschafft. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet heute immer wieder Spaß bei der schönen Folge Outlast. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Outlast, die nächste Folge. Und bis dahin sage ich erstmal, reingehauen.